Servus Leute, ich bin der Sheldon van der Linde, ich fahre für BMW Motorsport in der DTM. Und ihr dürft natürlich mich jetzt begleiten für das ganze Wochenende in Imola, wo wir natürlich für das dritte Event das DTM fahren. So, wie ihr sehen könnt, das ist jetzt meine Wohnung hier in Kempten. Also ich habe auch morgen nicht so einen weiten Weg. Zuerst ziehen wir dann natürlich die ganze Wäsche, die ich hier vorbereite für das ganze Wochenende. Hier habe ich mein ganzes Helmkollektion. Das sind meine Helme aus Formel E letztes Jahr, zum Beispiel das aus DTM. Ja, das hier zum Beispiel ist mein speziellsten Pokal. Das war von 2020. Mein erstes DTM-Sieg, damals noch in Assen, von fast letzter Platz. Das ist ja sehr speziell für mich natürlich. Sheldon van der Linde gewinnt in Assen. Sein erster DTM-Sieg, der erste DTM-Sieg eines Südafrikaners. Yes! Yes! So, jetzt sind wir hier in meinem Zimmer. Sieht mega nice aus, finde ich. Das ist natürlich mein Lieblingsort hier in der Ecke. Ich habe mein ganz eigenes Rennsimulator, die ich natürlich für jede Rennen nutze, einfach ein bisschen mehr zu vorbereiten auf das neue Strecke. Imola wird natürlich eine ganz neue Strecke für mich. Ich war noch nie da gewesen. Und deswegen versuche ich das Ganze jetzt zu nutzen, um einfach ein paar Ründchen zu drehen. So Leute, jetzt genug geredet natürlich. Wir sind jetzt ab nach Imola. Jalla, Abfahrt! Ich glaube, bis jetzt war die Saison ganz gut. Natürlich viele Highlights dabei. Es ist immer noch früh in der Saison. Wir haben noch viele Rennen zu fahren. Und von dem her habe ich noch viel zu erleben. Und wir müssen auch nicht zu weit nach vorne denken. Wir machen jetzt ein kleines Trackwalk hier mit den Leuten von meinem Team natürlich, mit meinen beiden Ingenieuren. Und ich zeige euch ganz kurz, wie das alles so funktioniert. Also ich habe schon ein Geschenk von meinem Ingenieur bekommen, so ein Buch, wo alles drinsteht, was ich machen soll hier, wo ich bremsen und so weiter. Also das bringt schon was, aber mehr kannst du leider nicht, weil ich habe natürlich zu Hause schon Simulator gefahren und so. Ich glaube, das bringt eigentlich mehr als Trackwalk normalerweise. Aber so wirklich beim Trackwalk kannst du nicht viel sehen aus der Bodenwelle und hören. Try and follow the right side, yeah. Make the car straight, and then follow when it like goes to the left. And it's also too late in the braking zone, so you would never be able to turn and brake at the same time. But I also think if you take too much here, then maybe this kills the angle here. The landing. Es ist schon sehr, sehr spezieller Dreck und sehr spezielle Kurven, also auch nicht die klassische Rennfahrerschule, würde ich sagen. Wir sind hier in Kurve 1. Ich habe mal kurz mit meinem Dart-Ingenieur gesprochen und der meinte, die Curbs hier sind extra aggressiv. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel mitnehme auf den Innen-Curve. Und generell ist immer so ein Strecke, wo du viel Curve mitnehmen musst, aber trotzdem nicht zu viel, weil du hast natürlich Track-Limits. Das heißt, du musst immer deine vier Räder innen vor der weißen Linie behalten. Also das wird auch nicht einfach für uns Fahrer, aber mal schauen, ob wir das hinbekommen. Und ja, dann gehen wir natürlich weiter nach Kurve 4. Wir sind jetzt hier an einem ganz speziellen Ort und es war natürlich die Kurve, wo Adam Senna gestorben hat. Das ist ganz speziell für mich, weil der war immer so ein Hero für mich. Und um das alles hier zu sehen mit den ganzen Blumen und alles hier, ist natürlich ganz speziell für mich. Practice ist quasi so, um das Auto einzustellen, dass das ein Setup passt. Wir waren noch nie hier testen. Ich war noch nie hier als Fahrer, also das ist wirklich so ein erstes Taste von der Rennstrecke. Aber ja, das ist eigentlich nur, um den Fahrer zu gewöhnen an das Auto, das Balance und so weiter. Und ich bin mir sicher, dass wir eine gute Basis hat an das Setup, aber wir müssen natürlich ein Feintraining jetzt machen und das müssen wir jetzt im Endeffekt. Ja,
war brutal eigentlich. Ja. So etwas habe ich eigentlich noch nie erlebt in meinem Rennauto. Aber zum Glück haben wir natürlich Klimaanlage, das war voll an. Ich glaube Setting 20 oder so. Ja, aber geht schon. But it's just, you can feel now clearly it's pitching so much more on the front. Like as soon as I hit the brakes, like the car finally stops now, which is good into turn one, but as soon as I turn in, the rear just steps away, like initial turn in. I would probably go for qualifying. I think it's okay like this, but for the race I would go another step, like one mil more. We had to analyze that really, but we have the option. It was good to make the step, to see the difference now, and then we can fine tune. Ich bin am Ende P6 geworden und das ist schon viel besser, als ich mir vorgestellt habe gestern. Das war schon das ganze Wochenende habe ich so, war ich so ein bisschen nervös, was das Ergebnis angeht. Aber es war am Anfang ein bisschen harter, würde ich sagen, im FP1 oder im FP2 haben wir gute Schritte gemacht auf das Auto und so weiter. Das Setup war gut und hat alles gepasst. Morgen geht's los mit dem ersten Rennen. Das wird auf jeden Fall sehr heiß. Ich glaube, Qualifying wird extrem wichtig morgen, dass wir vorne stehen, weil sonst, ja, hier können wir eigentlich nicht überholen. Also ich muss vorne stehen morgen, um irgendwelche Punkte zu holen und das ist natürlich mein Ziel, vorne zu starten. Ready for race day, ne? Würde ich sagen, oder? Es wird schwierig, glaube ich, aber das ist jetzt ganz wichtig, vorne zu stehen natürlich. Ja, wie gesagt, gestern habe ich gesagt, dass die überhobene Möglichkeit nicht so geil ist hier, aber natürlich entscheidend jetzt, dass wir vorne stehen. Also man merkt langsam, dass den Druck ein bisschen aufbauen und ja, versuche alles zu geben. Also ich bin der Teammanager, aber auch Sheldons Renningenieur in einer Person. Dementsprechend haben wir natürlich ein sehr enges Verhältnis, tauschen uns über sämtliche Sachen aus und ja, pflegen da auch einen engen Kontakt, um wirklich nah beieinander zu sein, um dort die ganzen Informationen austauschen zu können. Alter, wir haben noch 45 Sekunden jetzt. Sheldon van der Linde improves his time but stays third with a 140.559. Okay, so short strategy meeting about the strategy like we discussed before. From my side, it's clear that we are more the early stoppers, but we are react to the guys around us, but focusing behind us that we stay on the position where we are at the start. And tire pressures, you were obviously set quite aggressive for the first, and if it's going to be that short, you can. Because I think the thing is, like at the start, we need to ride the curbs quite a lot to attack. That's where you make the positions up in the beginning. Yeah. So I'm not saying boosted massively, but definitely a good step. It's more like quality pressure, and also maybe we can pump up a little bit, or we close the split a bit, just for the first and for the second one we need a bigger split for the long run, but for the first one really just to attack and maybe to a bit less understeer with a heavier car. Ich glaube Rennen 1 wird hammerhart. Da hast du natürlich das meisten Druck, das ganze Wochenende. Du versuchst natürlich in deinem Tunnel zu bleiben und einfach dich auf das Rennen zu fokussieren. Bei mir persönlich versuche ich immer mit Leuten zu reden, zum Beispiel, um das Druck wegzunehmen. Also einfach mit Leuten zu reden, ein bisschen zu interacten und ja, dann wird es für mich normalerweise einfach. And as soon as we get the green lights, we will be going racing outside line. It is for the first kink of the first real braking zone. Rennie Rasswell at the inside line as they roar into life, and the race gets underway. It's side by side between the top two men here.
Championship leader Shelton van der Linde. It might be a little bit of damage limitation here with the way he's got on board, but already, look, pit stops. Shelton van der Linde, the championship leader, is the next one in. Sheldon's going to keep his run of top eights going. Two wins, two other top eight finishes already. Checkered flag. René Rast wins here at Imola. Round five of the championship. Sheldon van der Linde, the championship leader, picks up eighth despite the success ballast. Ja, das war extrem schwer. Ich glaube, das war einer der härtesten Rennen meines Lebens. Ich musste es einfach überleben und wir haben es geschafft, irgendwie auf P8 zu stehen am Ende. Vier Punkte, glaube ich, auch mit nach Hause genommen, natürlich. Also das ist ein guter Schritt nach vorne. Hätte ich auch nie gedacht vor das Wochenende, dass es so klappt am ersten Rennen mit dem Zusatzgewicht natürlich. Also ja, ich bin einfach froh, dass ich noch lebe. Das Wichtigste bei uns ist aber eigentlich, dass im Hintergrund ein Team hat, auf das man sich verlassen kann und auch wirklich super Boxenstoppzeiten abliefern kann. Heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen, sondern wir machen immer weiter. Die ganzen Kalkulationen, die gemacht werden müssen, gerade bei den Temperaturen, Reifendrücke, sind extrem wichtig, dass man da auch wirklich in dem richtigen Fenster sich bewegt. Ansonsten halt auch mit dem Fahrer die ganze Strategie nochmal besprechen. Einfach so diesen standardisierten Prozess einfach nochmal durchgehen, um wirklich komplett präpariert zu sein auf alle Eventualitäten. Ja. Was denkst du, wo sich Sheldon jetzt einreiht beim Qualifying? Ich denke, Top 10 ist sicher. Top 10 wird es werden. Vielleicht, wenn wir Glück haben, Top 5. Wir werden es aber sehen. Also den meisten Feedback geht an meinen Fahrzeugingenieur, der macht das ganze Setup und so weiter. Und mein Performance-Ingenieur ist quasi nur so da für mich als Fahrer und mich zur Unterstützung, wo, was das Fahrer-Performance angeht. Also es gibt so zwei verschiedene Ingenieure. Elfter. Top 5 auf jeden Fall. Wäre drin gewesen, denke ich. Er war in der schnelleren Runde davor schon 1,5 Zehntel schneller im ersten Sektor. Wir machen eine kleine paar Änderungen natürlich zwischen das Qualifying und Race. Und das heißt zum Beispiel Sprint, Reifendruck und so weiter. Das müssen wir alles so Kleinigkeiten ändern für das Rennen, weil es wird auch ziemlich heißer jetzt für das Rennen. Das sind alles so Sachen, die wir im Kopf haben müssen für das Rennen. Der ist so locker drauf, ist eigentlich immer gut gelaunt, egal wie das Wochenende gelaufen ist. Ist eigentlich immer gut gelaunt, ist eigentlich das Beste. Wir sind 11 Stunden hierher gefahren extra. Also, ja, ich habe ein Tattoo. Überholen wird ganz schwer. Es ist eigentlich einfach eine Fahrerstrecke, wo du wirklich als Fahrer in Qualifying einen Unterschied machen kannst. Und wenn das nicht gut läuft in Qualifying, dann bist du eigentlich zum Kämpfen rennen, weil du musst einfach verteidigen dann und es wird ganz schwer, letzte gut zu machen. Lights come on, Ricardo Fellas' heart must be pounding as the lights go green. We go racing, slightly edging ahead as they go past the commentary box window. There in the background is the red and yellow number 31 BMW of the championship leader, and just behind him is his brother, so Sheldon and Kelvin van der Linde. Letztes Jahr war das immer so, dass wir noch nie wirklich gegeneinander gefahren hat. Ich glaube, dieses Jahr, wo ich ein bisschen weiter nach vorne bin, generell auch mit der Performance, das ist sicherlich so ein Ding, worüber ich die ganze Zeit denke. Wir haben das schon 1,5 Jahre gemacht, also ich weiß genau, was er machen wird, und ich glaube, für ihn auch genauso. Also ich glaube, wir wissen beide, wie wir damit umgehen. Sheldon van der Linde draws alongside him as they come side by side now. The final lap of the race coming out of Tosa. Takes the checkered flag. Sobald du über den Zylinder fährst, dann hast du den ganzen Druck wieder weg. Also das ist ein abartiges Gefühl. Da geht dann viel Druck auf deine Schultern dann weg, sofort. Vor dem Rennen hast du natürlich das ganze Spannung, die ganze Zeit bauen, und dann ist es auf einmal alles weg. Die
So soll das sein, Leute. Was für ein Tag. P5. Geil. Viele Punkte mit nach Hause genommen. Ja, ich bin mega happy. Sheldon Funnelinden.